Willkommen zum Diamantgeschäft Guide. Um diese Mission zu spielen, benötigst du zumindest ein oder besser mehrere ECM-Geräte. Nimm am besten noch ein paar Kumpels mit, denn in dieser Mission kommt man nicht alleine dran vorbei, ein Dutzend Zivilisten zu erschießen. Kommen wir kurz zur Skillung. Ich mach's dieses Mal kurz, genauer beschrieben sind die Skills in meinem Video der Bankraub Guide. Wie bereits gesagt, brauchst du zumindest ein ECM. ECMs werden benutzt, um die Telekommunikation und Kameras für kurze Zeit zu unterdrücken. Wenn du also im Skillmenü bist, geh direkt rüber zum Skillbaum des Geists. Hier skillen wir Chamäleon. Du kannst Gegenstände im Erkundungsmodus aufheben und bis zu deiner Entdeckung vergeht 25% mehr Zeit. Sechster Sinn. Du kannst Leute durch die Wand sehen, wenn du dich für 3,5 Sekunden nicht bewegst und hast Zugang zu Insider-Infos. Saubermann. Du hast einen Leichensack mehr dabei und kannst bis zu 3 tragen. ECM Overdrive. ECMs halten 25% länger und öffnen jetzt Türen. Schlüpfrig. Du kannst Kamerasteifen setzen und Schlösser 100% schneller knacken. ECM-Spezialist, du kannst 2 ECMs mitnehmen. Duck and Cover, du sprintest 25% schneller und hast 25% mehr Ausdauer, die sich um 25% schneller erholt. Parkour, du bist 10% schneller und kannst 20% schneller Leitern hochklettern. Innentaschen, Tarnung erhöht sich um 2. Wenn du noch Skillpunkte hast, skille folgendes. Beim Drahtzieher Zwangsfreundschaft, du hast 4 Kabelbinder mehr und bindest Zivilisten 75% schneller. Beim Vollstrecker Transporter, du wirst Taschen 50% weiter. Kreissäge, deine Säge macht mehr Sachen auf und geht nicht so schnell am Arsch. Und zuletzt beim Techniker, Mechatroniker, Selbststarter und Schlosser. Bohrer bohren 30% schneller, lassen sich 25% schneller reparieren und springen zu 30% von alleine wieder an bei einem Ausfall. Beim Ausfall kann man gegen die Bohrer hauen, dann geht er zu 50% wieder an. Und Alleskönner. Du platzierst Ausrüstungsteile wie ECMs 100% schneller und kannst nun ein zweites Ausrüstungsteil mitnehmen. Wenn du die Mission schon mal eben lautlos, auf normal oder schwer geschafft hast, ja, dann hättest du es auch gleich auf One Down starten können, denn es gibt keine nennenswerten Unterschiede bei einer erhöhten Schwierigkeit. Das Vorgehen in dieser Mission ist denkbar einfach. Nummer 1, den Kameraraum finden und den Wachmann platt machen. Nummer 2, alle restlichen Cops erledigen. Schritt Nummer 3 wäre, den Einbruchschutz deaktivieren. Im Laden gibt es Vitrinen und wenn man die kaputt schlägt, wird der Alarm ausgelöst, wenn man den Schutz nicht deaktiviert. Nummer 4, Zivilisten ausschalten, sei es nun erschießen oder die Kabelbinder benutzen und Nummer 5, die Beute sichern. Zuerst geht es darum, den Kameraraum zu finden und die Wache platt zu machen. Links in der Seitengasse befindet sich oft eine Tür, die direkt in den Kameraraum führt. Sollte da keine Tür sein, wäre der einzige Eingang innerhalb des Geschäfts, wodurch du direkt die Aufmerksamkeit von Zivilisten und Cops auf dich ziehen würdest. Deswegen am besten einfach die Mission neu starten. In der Seitengasse können beim Knacken Zivilisten an dir vorbeilaufen, deswegen aufpassen und gegebenenfalls fesseln. Lass in der Seitengasse aber nichts zurück, da manchmal ein Cop in die Seitengasse schaut oder außerhalb des Gebäudes patrouillieren kann. Ist der Wachmann platt, können wir direkt zu Schritt 2 gehen, alle restlichen Cops ausschalten. Das geht am leichtesten, wenn man über den Hinterhof ins Geschäft einbricht. Hier ist ein Zugang, der zur ersten Etage des Geschäfts führt. In diesem Gang laufen nur Cops und eine Angestellte mit einer Keycard herum. Deswegen eignet sich der Flur zum Ausschalten der Cops ganz gut. Manchmal sind nur 2 Cops im Gebäude. In diesem Fall patrouilliert dann der 3. Cop draußen herum, bis er irgendwann eventuell den Laden betritt. Ihn kann man leicht in der Seitengasse ausschalten. Eine weitere Möglichkeit, um die Polizisten auszuschalten, ist, einen Bohrer im Autohaus nebenan zu platzieren. Wenn dieser laut genug ist, schöpfen die Cops Verdacht und wollen wissen, was da natürlich los ist. Also kommen sie vorbei und schauen nach. Das ist die Möglichkeit, dann einen nach dem anderen auszuschalten. Hierfür braucht man aber ein bisschen Geduld. Hat man alle 3 Cops ausgeschaltet, kommt Schritt Nummer 3, den Einbruchschutz deaktivieren. Genau wie die Cops läuft auch dieses Chick durch den Büroflur. Sie hat eine Keycard dabei, den wir brauchen, um den Einbruchschutz zu deaktivieren. Haben wir einmal die Keycard, müssen wir nur noch das Sicherheitssystem finden. Das sieht so aus wie so ein Steinzeit-Motorola, auf dem noch alle Tasten abgebildet sind. Du weißt schon. Es gibt 4 Stellen, wo dieses Motorola an der Wand hängen kann. Im Kameraraum, an der Treppe zu den Büros, im ersten Büro an der Wand oder im zweiten Büro an der Wand. Einfach die Karte reinstecken und dann zu Schritt Nummer 4 wechseln. Die Zivilisten fesseln bzw. umlegen. Wir konzentrieren uns möglichst darauf, so wenig wie möglich umzulegen, deswegen schalten wir erstmal die, die im Laden sind, aus. Die Absicht ist, dass wir möglichst keinen Zivilisten im Hinterhof aufschrecken, denn sonst müssen wir die auch noch platt machen. Manchmal sehen Zivilisten von der Straße, dass im Laden ja etwas vorgehen könnte.
Die sollten ebenfalls beseitigt werden und von der Straße geschafft werden. Sind alle Zivilisten bedient, können wir uns dran setzen, die Beute zu sichern. Neben den Wertsachen im Laden gibt es im Autohaus nebenan ein Titan-Safe, in dem sich weitere 20.000 Dollar oder ein Haufen Bargeld befinden können. Ein weiterer Titan-Safe befindet sich entweder in einem der beiden Büros oder im Kameraraum. Außerdem gibt es zwei Geldautomaten, die wir aufsägen können. In der Übersicht erhält man für die gesamte Mission auf One Down bis zu 1.220.000 Dollar an losem Geld wie Ketten, Ringe und Bargeld, 780.000 Dollar aus den Bankautomaten, 432.600 Dollar durch den Auftrag selbst, 1.680.000 Dollar an erbeuteten Gegenständen wie Schmucktaschen und Bargeldtaschen und an Erfahrung mindestens 240.600 XP. Also ich habe durchschnittlich 10 Minuten alleine gebraucht, Profiteams kriegen diese Mission aber auch in unter 3 Minuten hin. Dies funktioniert dann aber auch nur mit dem sogenannten ECM Rush. Dabei brauchst du Mitspieler, die etwas Ahnung vom Spiel haben. Ein Spieler sorgt dafür, dass die Kameras direkt ausgeschaltet sind. Ein weiterer nutzt die Keycard der Angestellten, um den Alarm der Vitrinen zu deaktivieren. Die restlichen Spieler erledigen die übrigen Cops und Zivilisten, die sich im und vor dem Gebäude befinden. Zu empfehlen ist, dass einer sein ECM voll ausgestattet hat, sodass dieser den Pager der Polizisten kurzzeitig unterbricht. Noch besser ist es aber, wenn jeder Spieler so welche voll ausgestatteten ECM-Geräte dabei hat. Der Pager würde dadurch dauerhaft unterdrückt werden, sodass man sich voll auf das Plündern konzentrieren kann. Auf diese Weise entstand der Weltrekord von 1 Minute 41 bei dieser Mission. Egal wie man es dreht und wendet, ich finde, dass der längere Weg deutlich mehr Spaß macht, denn so ein ECM-Rush nimmt meiner Meinung nach auch das letzte bisschen Taktik aus Payday 2 noch raus. Wie man die Mission aber spielen will, ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich hoffe, ich konnte dir soweit alle Fragen beantworten und falls noch Fragen bestehen, schreib's einfach in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.